Seit nunmehr 10 Jahren hält das Servicehaus in Stemwede jeden Tag aufs Neue seine Dienstleistungen für die Region bereit. Das Besondere sind dabei nicht nur die vielseitigen Angebote, es sind vor allem die Menschen, die es ausführen. Die spezielle Idee des Servicehauses ist die, dass wir Menschen mit Behinderung sozialversicherungspflichtig auf dem ersten Arbeitsmarkt unter realen Arbeitsmarktbedingungen beschäftigen. Mein Name ist Lothar Pannen, ich bin Geschäftsführer des Servicehauses und habe das Servicehaus vor 10 Jahren gegründet. Das Servicehaus ist heute eine gemeinnützige GmbH und gehört zu dem Verein Lebensperspektiven. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung in gleichen Anteilen zusammen. Der Vorläufer des Servicehauses waren die Haldemer Dienstleistungen. Dort beschäftigte Lothar Pannen überwiegend junge Erwachsene aus den Kinderhäusern, um ihnen eine reguläre Ausbildung oder eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt bieten zu können. Kerngedanke von Herrn Pannen war ja, die Menschen mit Behinderung irgendwie zu integrieren und auf den ersten Arbeitsmarkt denen auch einen Arbeitsplatz zu ermöglichen. Begonnen haben wir mit den handwerklichen Dienstleistungen und der Hauswirtschaft. Wir haben gemalert, getischlert, im Garten gearbeitet. Und irgendwann musste man das bündeln und da gab es auch eine Idee mit dem Markt. Heute gliedert sich das Servicehaus in den Bereich Handel und die Dienstleistungen. Zum Bereich Handel gehören 2 Nahversorgungsmärkte in Haldem und Hunteburg. Die Dienstleistungen gliedern sich in Tischlerei, Malereibetrieb, Gartenlandschaftsbau und Hauswirtschaftsservice. Alle Dienstleistungen werden gerne von den Menschen aus der Region und darüber hinaus in Anspruch genommen. Mit dem Bau des Hame-Frische-Marktes im Jahr 2009 verändert das Servicehaus das bis dahin bekannte Dorfbild. 2008 haben wir dann die Tankstelle ersteigert. Die besondere Geschichte bei der Ersteigerung war, dass wir uns ein finanzielles Limit gesetzt haben und dieses finanzielle Limit nur mit 1.000 Euro unterschritten haben und bei 1.000 Euro mehr wir dann auch ausgestiegen wären. Im April haben wir da angefangen und im Mai 2009 gab es dann die Eröffnung von Hame Markt. Das Servicehaus ist ganzheitlich gelebte Inklusion. Wir werden angenommen von den Menschen, die uns als Kunden besuchen, von unseren Lieferanten, von den Kollegen, welche keine Behinderung haben, sondern Menschen mit Behinderung immer wieder täglich neu begleiten. Es ist immer für ein soziales Unternehmen eine große Herausforderung, einen gewerblichen Bereich anzuschließen. Die Denke und die Arbeitsweisen sind im gewerblichen Bereich ganz anders als wie in sozialen Unternehmen. Bereits kurz nach Eröffnung des Marktes stand die Zukunft der Handelssparte auf der Kippe. Der Partner für die Backwaren setzte Geschäftsführer Lothar Pannen unter Druck, schleunigst den Umsatz zu erhöhen. Er drohte damit, das Inventar des Backshops wieder abzubauen. Und hier war die Herausforderung an mich, gebe ich diesen Druck auch an meine Arbeitswelt weiter oder halte ich da meinem Lieferanten stand? Doch wie sollte das junge Team die Menschen mit Behinderung adäquat integrieren, wenn allein die Umsatzzahlen im Vordergrund stehen? Und so habe ich alleine entschieden zu sagen, wir wollen mit euch nicht weiter arbeiten, ihr könnt die Sachen sofort abholen. Was auch relativ kurzfristig und unerwartet passierte. Das Erfreuliche an der Situation war, dass ich einen Anruf von einem Ruheständler bekam, der mir ein gesamtes Bäckerinventar schenkte, welches wir in Oldenburg abbauen mussten und zu uns geholt haben. Somit entstand sehr nahtlos, fast auf Minuten, Stunden genau, der Übergang von dem Bäckerlieferanten zu einem selbstgeführten Bäckergeschäft, welches wir heute mit einem guten Partner führen. Da bin ich sehr dankbar. Also die größte Hürde war tatsächlich, ein Team zusammenzustellen, den Mitarbeitern zu vermitteln, mit Integrationskräften zu arbeiten. Auch andersrum, die Integrationskräfte mussten zu uns passen. Das war das Größte, was wir dann tatsächlich auch hier geschafft haben. Ich bin jetzt seit 10 Jahren hier. Von morgens 10 bis 4.15 Uhr. Wenn ich frühen Dienst habe, von 7:30 bis 5:00 Uhr. Ich mache alles, einräumen, Toiletten sauber machen. An der Waffstraße ab und zu mal. Das Servicehaus gibt den Menschen Sinn, weil sie hier sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden
und weil sie hier wertgeschätzt werden in dem, was sie tun. Ich mache das ja auch Spaß hier. Inklusion heißt für mich, dass Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung sich anerkennen können und dass sie sich auch gut verstehen können. Ich wünsche dem Servicehaus für die nächsten 10 Jahre, dass die Gründungshaltung immer bewahrt bleibt. Auf die Fähigkeiten zu gucken und die Defizite zu Fähigkeiten zu fördern.